Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can tell me do it. Mm-hmm. And what would you do to them, Beth? Stab them. Okay. What would you stab them with? A knife. Der Pastor einer kleinen methodistischen Kirche und seine Frau Julie konnten keine eigenen Kinder bekommen. Das Paar wünschte sich nichts sehnlicher, als einem Kind Liebe und Fürsorge geben zu können, und sie entschlossen sich deshalb, den Weg der Adoption zu gehen. Sie rechneten damit, dass es lange dauern würde, ein Kind zu bekommen, denn der Adoptionsprozess zieht sich manchmal sogar über mehrere Jahre hinaus. Zu ihrer Verwunderung hat es bei Tim und Julie sehr schnell geklappt. Sie waren überglücklich darüber, nicht nur ein, sondern gleich zwei Kinder in ihrer Familie willkommen zu heißen. Die Geschwister Beth und John. Man sagte ihnen, dass die 19 Monate alte Beth und ihr 7 Monate alte Bruder John normal und gesund seien. Doch dem Paar fiel schnell auf, dass der hintere Teil von Johns Kopf völlig flach war und der vordere Teil eine Wölbung nach innen aufweiste. Außerdem war er nicht in der Lage, seinen Kopf zu heben. Das Paar hatte die Vermutung, dass die Kinder vor ihrer Adoption sehr vernachlässigt worden waren. Und umso mehr überschütteten sie Beth und ihren Bruder mit Warmherzigkeit und Liebe. Sie sahen die beiden Kinder als ein Geschenk Gottes. Doch plötzlich begann Beth Anzeichen von Aggressionen zu zeigen und gewalttätiges Verhalten an den Tag zu legen, was ihre Adoptiveltern sehr beunruhigte. Beth hatte außerdem schreckliche Albträume. Sie wachte häufig mitten in der Nacht schreiend in ihrem Zimmer auf und nichts konnte sie beruhigen. Obwohl diese Albträume extrem beängstigend waren, waren sie nichts im Vergleich dazu, wie Beth angefangen hat, ihren Bruder und Eltern zu behandeln. Es war, als hätte sie extreme Wut in ihr und konnte diese nur rauslassen, indem sie andere verletzte und sich selbst. Beth schlich sich nachts in das Zimmer ihres Bruders und griff ihn körperlich an. Weil er so jung war, konnte er sich nicht wehren. In einem Fall schlug sie seinen Kopf mehrmals auf den Zementboden, sodass er sogar genäht werden musste. Doch ihre Wutanfälle hörten nicht bei dem Bruder auf. Sie quälte auch den Familienhund, Tiere im Freien und mehrere Babyvögel, die sie im Garten fand. Ihre Adoptiveltern waren so verängstigt, dass sie keinen anderen Ausweg sahen, als ihre Zimmertür jede Nacht abzuschließen. Das brutale Verhalten verwirrte ihre Eltern. Sie konnten keine Erklärung für ihre Gewaltausbrüche finden. Als sie die Adoptionsagentur um Informationen zu Beths Leben vor der Adoption baten, wurde ihre Anfrage abgelehnt. Die Agentur berief sich auf die Schweigepflicht, welche den Tenants erschwerte, die Ursache für die Wut ihrer Tochter zu ermitteln. Erst zu einem späteren Zeitpunkt, als Beth bereits 6 Jahre alt war und ihr Verhalten immer extremer wurde, konnten die Tenants mit der Unterstützung von dem Psychologen Dr. Ken Maggett an Antworten bezüglich Beths familiären Hintergrund kommen. Um Beths Verhalten zu verstehen, müssen wir uns in die Zeit vor ihrer Adoption begeben. Es hat sich herausgestellt, dass sowohl Beth als auch John als Kinder extrem misshandelt wurden. Die Mutter der Kinder verstarb kurz nach Johns Geburt, als Beth ca. 1 Jahr alt war. Ihr Vater missbrauchte Beth sexuell und vernachlässigte die beiden Kinder extrem. Als das Jugendamt die Kinder abholte, fanden sie John in seinem Bettchen neben einer verschimmelten Milchflasche. Sein Kopf war schwer deformiert durch die permanente Rückenlage. Auch die kleine Beth fand man schwer vernachlässigt und unterernährt. Die Vernachlässigung und der Missbrauch, den sie durch ihren Vater erlitt, führten dazu, dass Beth insbesondere gegenüber ihrem Bruder John aggressives und auch sexuelles Verhalten zeigte. In der Therapie gab Beth zu, die Genitalien ihres Bruders durch Kneifen, Quetschen und Treten zu verletzen. Are people afraid of you, Beth? No.
Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And what is your brother... Why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mm-hmm. Okay. And... What... At nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can tell me to it. Mm-hmm. And what would you do to them, Beth? Stab them. Okay. What would you stab them with? A knife. Do you ever stick pins in people? Mm-hmm. Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or... A lot. A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them? Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vaginas. Okay. Until it bled. Hurt it a lot until it bled. And, wouldn't feed me a lot. He'd hit on me. Wouldn't be very nice to me. How old were you? One. And in your nightmare, what happens? I get real scared. Where are you in the nightmare? What happens in the dream? I'm in the house, upstairs. And then what happens, Beth? When he comes upstairs and, hurts. How do you feel when you talk about this? Scared. Where's your birth father? What's he doing? He's right there, and there's his hand. His hand's right there. Where? Right there. You can't hardly see it because it's green. What's it touching? My vaginas. And what is your birth father doing? Hurting it. Your face looks sad. Can you tell me about that? Mm-hmm. It's crying because there's... thoughts of the tears. Does your brother have private parts? Yeah. Yeah? What is his private parts? Penis and butt. Mm-hmm. And what do you do with your brother with his private parts, Beth? I heard it. Tell me about it. What do you do? Well, I pinch it. Squeeze it, kick it. When you do things to your brother's private parts, what does he say? Stop. Okay, tell me that. Well, he says stop, but I don't stop. Do you hurt him? Mm-hmm. A lot. Okay. And... would you like to do that to other boys? Sie wurde von der Adoptivmutter das erste Mal dabei erwischt, John sexuell zu missbrauchen, als sie gerade mal 2 Jahre alt war. Beth gab auch an, dass sie das gleiche gerne mit anderen Jungen machen würde. Der Missbrauch von Beth führte außerdem dazu, dass sie schon sehr frühzeitig angefangen hat zu masturbieren. Julie berichtete davon, wie Beth permanent an unangemessenen Orten masturbierte, unter anderem auf einem öffentlichen Parkplatz.
You ever rubbed your private parts? Mm-hmm. Do you do it a lot? A lot. How much do you do that? About every single day, and I did it every single day until it got real bad and messed up, and I had to go to the doctor, and I did not like it. What do you mean by real bad? Well, it looked real raw, got all kinds of boo-boos on it, germs, mm-hmm. a lot of stuff from my hand. And it bled? Mm-hmm. Die Gespräche, die Beth mit Dr. Magid führte, gaben ihren Eltern endlich ein wenig Hoffnung. Beth wurde mit der reaktiven Bindungsstörung diagnostiziert. Es ist ein Zustand, bei dem Kinder aufgrund des Missbrauchs, den sie in ihrer Kindheit erlitten haben, keine gesunden Bindungen zu Eltern, Geschwistern und Bezugspersonen aufbauen können. Die ersten Jahre eines Kindes sind für die Entwicklung besonders prägend. Was man einem Kind in dieser Zeit gibt, bekommt man, wenn es älter wird, wieder zurück. Kinder mit einer reaktiven Bindungsstörung können in jungen Jahren keine Bindungen zu Eltern und anderen Bezugspersonen aufbauen, was zu einem antisozialen Verhalten sowie dem Mangel an Empathie und Verständnis für andere führt. Es wird berichtet, dass Adoptivkinder mit größerer Wahrscheinlichkeit Verhaltensmerkmale aufweisen können, die mit dieser Störung in Verbindung stehen. Beths Missbrauch war der Grund dafür, dass sie gewalttätig auf die ihr entgegengebrachte Zuneigung reagierte. Sie ging sogar so weit, Tiere und ihren Bruder zu verletzen. Do you have animals, Beth? Four of them. Can you tell me their names? Cloudy, Shuggy, Darcy and Annie. And Daddy said a day ago that there was a stray cat who did not have a home, so Daddy was taking care of it and took it to the vet when he had his flight to go. And what do you do to the animals, Beth? Stick them with pins. Do you stick them a little bit or a lot? A lot. What are you trying to do to the animals, Beth? Kill them. What do they do when you stick them with the pins? Well, Annie cries. She's a dog. Let's talk about what happened once when you were smaller, when you found some baby birds in a tree. What did you do then? I took them out. Mm-hmm. And what did Mom say to you? That the mother will not come back if somebody touches her baby. Mm-hmm. Are the baby birds kind of small? Can you describe them for me? Well, they don't have their eyes open, but they can hear me and they look up. Are they kind of helpless, little baby birds? Can they fly? No. Can they run away? Yes. They can? Are they easy to catch or hard to catch? Hard. Yeah. Well, it's hard to remember. With the baby birds, what did you do? Took them out of the tree. And what did you do with them? Played around too rough. Also, when at the end, I picked it up and I thought it was dead, and I came to say, Mommy, is this bird dead? And she said, and Daddy came and, I think I remember that they said yes. Mm-hmm. And so did the little baby birds die? I don't know. You don't remember? I just remember that I think I remember that Mommy and Daddy said the last bird we got was dead. Mm-hmm. Do you know what Mom said to me? She said that all of them were dead. Did you squeeze them? Did Baby Beth squeeze them? You
You're doing a good job, honey. Go ahead and tell me what happened. I squeezed them. And what happened? They died. Tell me about the knives. Where did you get them? From the drawer. And where else? Do you remember? Mm-hmm. Tell me about it. I got them from the dishwasher. What kind of knives? Big sharp ones. And what do you want to do with those knives? Kill John and Mommy with them and Daddy. And when Mommy asks you about where the knives are, what do you say? I don't know where they are. Did you get real mad at him? Did you hit his head real hard? Tell me about it. How many times did you do it? A lot? What was the floor like? Cement. And what happened to your brother? Tell me about it. His head hurt real bad, but his chin, he had to have stitches in it. Could you stop? Use your words, Beth. No. Okay. What was your brother doing when you were doing this? Playing with the toys. Okay. Was he asking you to stop when you were doing it? Mm. What was he saying? He said, Beth, stop. And what did you do? Didn't stop. I just kept on hurting them. What were you thinking when you were doing that? Thinking of killing him. How did you stop? What made you stop? When I heard Peter walking across the kitchen. Mm-hmm. It made me stop because I thought Mommy and Daddy were coming. Okay. Did Mommy come? What did she do? She sent me to my room. Okay. And what if Mom didn't stop you? What would you have done? Kept on doing it. Im Anschluss auf die aufgezeichneten Gespräche empfahl Dr. Maggett, dass Beth zu Wohle der Familie einige Zeit getrennt von ihren Adoptiveltern verbringen sollte. Beths Eltern wandten sich an Connell Watkins, einer Therapeutin, die sich auf Bindungstherapie spezialisierte. Watkins arbeitete mit der Wiedergeburtstherapie, eine sehr umstrittene Art der Behandlung. Trotz der Kritik an dieser Methode waren Tim und Julie verzweifelt und beschlossen, es zu versuchen. Die Prinzipien des Connell Watkins Heims beruhen auf Strenge und Kontrolle. Da die Kinder im Heim nicht die Fähigkeit haben, zu vertrauen, erlauben sie niemanden, die Kontrolle über sie zu gewinnen. Die Mitarbeiter im Heim sorgen dafür, dass die Kinder absolut nichts mehr selbst kontrollieren dürfen. Sie müssen für alles um Erlaubnis fragen, selbst für die kleinste Aktivität wie auf Toilette gehen oder etwas zu essen. Laut den Therapeuten glauben diese Kinder daran, dass sie böse sind und keinen Wert haben. Das Ziel des Heims ist es also, die Denkweise dieser Kinder zu ändern und ihnen Selbstwertgefühl zu geben. Wenn die Kinder eine Aufgabe gut erledigen, werden sie gelobt und nach baut sich dadurch das Vertrauen wieder auf. Als Beth ruhiger und vertrauenswürdiger wurde, durfte sie immer mehr Freiheiten genießen. Ein Teil ihrer Therapie bestand außerdem darin, von einem Elternteil oder einer Betreuungsperson umarmt, gelobt und bewundert zu werden. Die Behandlung war erfolgreich. Und innerhalb eines Jahres konnte Beth sogar ein Zimmer mit einem anderen Kind teilen. Sie verstand endlich den Unterschied zwischen richtig und falsch und erkannte den Schmerz, den sie ihrer Familie zugefügt hatte. Do you know where that anger came from? That's when my birth dad hurt me.
I had it all inside and I remembered it. And I started doing it. And what did that do when it was inside? It made me want to hurt people really bad. And who did you hurt? My brother, my mom and dad, and animals. And animals. Who did it hurt the most? My brother. Who did it hurt the most? Me. Why don't you tell me that? It hurt me the most. How did it hurt you the most? Because when I hurt other people, I'm hurting my good self. How do you feel right now, Beth? Sad. It's kind of tough to talk about, isn't it? Yeah. It is. Beth kehrte nie zu ihrer ursprünglichen Adoptivfamilie zurück. Die Tennants übergaben ihre Adoptivrechte an Nancy Thomas, die zusammen mit ihrem Mann Jerry ihr Leben der Therapie von schwer emotional beeinträchtigten Kindern widmete. Beth ist heute eine blühende junge Frau. Nach ihrer Therapie hat sie ihre Störung überwunden und ist heute eine ausgebildete Krankenschwester. Sie ist auf die neonatale Intensivpflege spezialisiert und soll sogar eine Auszeichnung in dem Bereich erhalten haben. Es ist etwa 30 Jahre her, dass Beth mit der umstrittenen Therapie begann, die ihr Leben umkrempelte. Sie hat sich in einen völlig neuen Menschen verwandelt, lieb, empathisch und freundlich. Dank Connell Watkins war sie in der Lage, ihre Vergangenheit zu bewältigen und ein glückliches, gesundes Leben zu führen. Leider sind die Dinge für Watkins nicht so gut gelaufen, nachdem sie in den Mord an einem Kind mit der reaktiven Bindungsstörung verwickelt war. Watkins praktizierte eine illegale Form der Bindungstherapie, die als die Wiedergeburt bekannt ist. Sie wird auch als Kompressions-, Halte- oder Umarmungstherapie bezeichnet. Bei der Wiedergeburtstherapie werden Kinder 70 Minuten lang in Decken eingewickelt und mit Kissen gedrückt, um das Gefühl des Geborenwerdens zu simulieren. Diese Therapieform soll es Kindern ermöglichen, sich zu wehren, zu kämpfen, zu schreien und die Wut loszulassen, die sie daran hindert, eine Bindung mit ihren Bezugspersonen einzugehen. Im Jahr 2000 wurde die 10-jährige Candace Newmaker aus Colorado während dieser Therapie von 4 Erwachsenen zu Tode gequetscht. Ihr Tod wurde mit der Kamera festgehalten und man kann hören, wie sie 11-mal schreit, dass sie sterben wird, bevor sie schließlich in dem improvisierten Geburtskanal erstickt. Watkins kam für 7 Jahre ins Gefängnis und die Wiedergeburtstherapie wurde offiziell verboten. Beth und ihre zweite Adoptivmutter Nancy Thomas gründeten gemeinsam ein Unternehmen namens Families by Design. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, Familieninformationen über Adoption, Bindung, Bindungsprobleme, frühes Trauma und reaktive Bindungsstörung anzubieten. Family by Design veranstaltet bis heute Camps und Seminare auf der ganzen Welt und bietet auch Telefonberatungen, Webinare und andere Online-Ressourcen für Eltern an, deren Kinder Opfer von Missbrauch wurden und an Bindungsstörungen leiden. Beths Geschichte wurde außerdem verfilmt. Der Film Als Baby missbraucht wurde 1992 veröffentlicht. In der Infobox findet ihr ganz viele Informationen zu der reaktiven Bindungsstörung und diesem Fall. Yeah, all the people come.